Schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und in der heutigen Folge geht es um das super spannende Thema, wie man mit Kritik umgehen kann, wie du lernen kannst, mit negativer Kritik umzugehen, vielleicht sogar mit verletzender Kritik umzugehen und was dir dabei helfen kann, wirklich trotzdem deinen eigenen authentischen Weg weiterzugehen und dass dich sowas nicht so sehr aus der Bahn wirft, wenn jemand was über dich sagt, was dich kränkt, was dich verletzt, was vielleicht auch damit zu tun hat, was du gerade irgendwie ins Leben bringen möchtest und wo jemand sagt, so, mach das auf gar keinen Fall und das ist nicht gut genug und so weiter und so fort. Also in dieser Folge rede ich darüber, wie du dich davon wirklich komplett frei machen kannst und wie du deinen eigenen authentischen Weg weitergehen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Mein Ziel ist es, mein Wunsch ist es, meine Vision ist es, dass du so erfüllt und erfolgreich wirst, wie es irgendwie möglich ist. Dafür gehe ich los, dafür mache ich diesen Podcast. Und das ist einfach mein Wunsch, mein tiefster Herzenswunsch, dass du deinen eigenen authentischen Weg findest, dass du erfüllt bist, dass du erfolgreich bist, dass du gesund bist, dass es dir gut geht. Und ich stelle immer wieder fest in meinen Coachings und in Vorträgen, in Workshops, die ich mache, in E-Mails mit Fragen, die ich bekomme, ein ganz, ganz großes Thema, was viele Leute davon abhält, erfolgreich und erfüllt zu sein und wirklich ihren eigenen authentischen Weg zu gehen, ist, dass sie Angst davor haben, was andere Menschen darüber sagen könnten, was sie machen. Die Angst davor, kritisiert zu werden, die Angst davor, dass vielleicht sogar ein Mensch, der einem sehr, sehr nahe steht, einen dafür negativ kritisieren könnte oder dass man vielleicht auch mal versagt und dass man dann negative Kritik dafür bekommt, dass man irgendwie das nicht hinbekommen hat, was man sich vorgenommen hat. Und ich habe festgestellt, dass das wirklich eins der größten Themen ist, die Menschen leider davon abhält, nicht für ihre Träume loszugehen, nicht für ihren eigenen authentischen Weg loszugehen, sich nicht so zu zeigen, wie sie wirklich sind, weil sie Angst davor haben, dann anders zu sein und dafür kritisiert zu werden. Und ich möchte dir gerne heute in dieser Folge ein paar Tools an die Hand geben und unterschiedliche Gedanken von mir, wie du mit Kritik umgehen kannst und wie du trotz allem wirklich deinen eigenen authentischen Weg gehst und eben wirklich so richtig erfüllt und erfolgreich wirst. Denn das ist das, worüber ich in der letzten Folge gesprochen habe. Ich wünsche mir, dass du dich mit nicht weniger als dem Besten zufrieden gibst. Und in dem Moment, wo du dafür losgehst, wirst du so oder so, da führt kein Weg dran vorbei, wirst du Kritiker auf den Plan rufen. Und ich will dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist es eine Geschichte von einem Papa, der mit seinem kleinen Sohn und seinem Esel einen relativ langen Weg vor sich hatte. Und der Papa ist ein etwas älterer Mann, setzt sich auf den Esel und der Sohn führt den Esel und so laufen die dann los, laufen eine Straße entlang. Und dann geht ein Mann an denen vorbei und schüttelt nur den Kopf und sagt so, was ist das für ein Vater, dass der seinen kleinen Sohn mit diesen kleinen Beinchen neben dem Esel herlaufen lässt und das ist ja viel zu anstrengend für den kleinen Sohn, total unfair und irgendwie voll die Unverschämtheit und geht dann so total empört weiter. Und der Vater ist dann total verunsichert und steigt vom Esel ab und setzt seinen Sohn auf den Esel. Und so gehen die beiden weiter und laufen ein Stück und dann kommt eine Frau vorbei. Und schüttelt total empört den Kopf und sagt, wie unverschämt ist das denn, dass der kleine Junge da wie so ein kleiner König auf dem Esel reitet, während sein alter Vater irgendwie neben dem Esel herlaufen muss und es sieht ja total bescheuert aus und ja, der arme alte Mann. Und dann ist der Vater irgendwie wieder total verunsichert und denkt sich dann so, naja, okay, dann setze ich mich einfach auch mit auf den Esel. So setzen sich dann beide auf den Esel und reiten weiter und reiten die Straße entlang. Und irgendwann kommt wieder ein Mann vorbei und sieht die beiden und schüttelt total empört den Kopf und sagt, was ist das denn für eine Tierquälerei, dass sowohl der Vater als auch der Sohn auf diesem armen Esel sitzen, das ist doch viel zu schwer. Und wieder ist der Vater verunsichert und beide steigen vom Esel ab, also der Sohn und der Vater laufen jetzt neben dem Esel lang und dann laufen sie in die Stadt und dann gucken die Leute sie ganz belustigt an und sagen, was sind das denn für zwei Idioten, dass die einen Esel haben und keiner reitet auf dem Esel. Und das, finde ich, ist einfach eine wunderschöne Geschichte, die im Kern das Problem von Kritik zeigt. Und ich möchte gerne mit dir in dieser Podcast-Folge heute drei Punkte durchgehen, die dir dabei helfen können, mit Kritik umzugehen. Der allererste Punkt ist, und das ist auch mit der wichtigste Punkt,
Du hast keinerlei Einfluss darauf, was andere Menschen darüber denken, was du machst. Du hast darauf keinen Einfluss. Es gibt diesen schönen Spruch, das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Das bedeutet, es geht gar nicht so sehr darum, was kritisiert wird, sondern du kannst immer Kritik auch so wie so ein neugieriger Beobachter betrachten, dass die Kritik viel, viel mehr über den Menschen aussagt, der kritisiert, als über dich. Also wenn dich jemand kritisiert, sagt die Kritik mehr über den Menschen aus, der dich kritisiert, als über dich. Als Beispiel, wenn du dir jetzt überlegst, du möchtest dich gerne selbstständig machen, du möchtest irgendwie, sagen wir mal, deinen eigenen Blog aufbauen, dein eigenes Blog-Business und du erzählst jetzt deiner Mutter davon. Und du bist total begeistert und erzählst deiner Mutter, ich will jetzt unbedingt diesen Blog starten und ich habe da so Lust drauf und es ist so cool mit den Themen und hier und da und ich habe so viele Ideen. Und dann schüttelt deine Mutter nur den Kopf und sagt so, Gott, das kannst du doch nicht machen und das ist doch alles irgendwie viel zu kompliziert und du weißt doch überhaupt gar nicht, ob das klappt und so weiter und so fort. Das, was deine Mutter jetzt sagt, sagt viel, viel mehr über die Ängste von deiner Mutter aus, als über dich und deine Ängste. Und jetzt kommt das Interessante, dass häufig die Leute jetzt die Gefühle und Gedanken der anderen Menschen in sich aufnehmen und denken, das wären auch ihre eigenen Ängste und Gedanken. Und die schaffen es nicht, da so eine Distanz reinzubauen und zu differenzieren. Dazu noch ganz kurz zwei Punkte zu diesem Thema, was andere Menschen über dich sagen. Es gibt zwei Gründe meistens, warum Menschen einen kritisieren. Und zwar, das eine ist Schutz im Sinne von, dass sie dich kritisieren müssen, vor allen Dingen, wenn du etwas komplett anders machst als sie. Also wenn du jetzt wirklich eine große Idee hast und sagst, als Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich mit nicht weniger als dem Besten in meinem Leben zufrieden geben. Ich gehe irgendwie auf 100%, ich gehe all in, ich will mich voll zum Ausdruck bringen, ich will Freude haben, ich will Spaß haben, ich will begeistert sein, ich will gesund sein, ich will mein Leben voller Kraft, voller Freude leben. Und das erzählst du jetzt jemandem, der das nicht lebt. Ja? Und in dem Moment, wo du sowas erzählst, wo du begeistert bist, wo du irgendwie wirklich eine Vision hast, wo du für etwas losgehst, die andere Person aber nicht, muss sie in Anführungsstrichen zwangsläufig dich dafür kleiner machen, um ihren Weg dadurch zu rechtfertigen. Weil es den Menschen wahnsinnig schwer fällt, sozusagen dich dann in dem zu bestärken, was du machst, weil das ihren eigenen Weg ins Unrecht setzen würde. Und aus dem Grund ist das wirklich so eine Art Selbstschutz, dass Menschen, um das, was sie tun, zu rechtfertigen, zu sagen, ja okay, aber ich möchte das halt nicht und ich finde das total okay, irgendwie auch einfach nur so auf 30% im Leben rumzuplätschern und so und ich habe auch überhaupt gar keine Lust, mich zu verändern. Wenn eine Person so denkt, bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als dich dafür zu kritisieren, was du machst, denn ansonsten wäre sie dazu gezwungen, ihr eigenes Verhalten auch zu verändern. Und wir wissen, das, was am meisten wehtut im Leben, ist Veränderung und Menschen wollen sich meistens nicht verändern. Und wenn jetzt jemand daherkommt, der wirklich große Ideen hat, der Veränderung ins Leben bringt, aus Selbstschutz sind die meisten Menschen dann erstmal auf Distanz und kritisieren das und sagen dir erstmal alles, was damit schieflaufen kann. Also der erste Grund, was sozusagen Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter, ist, dass Paul sich schützen möchte. Der zweite Grund, warum Menschen dann sowas sagen, was sie kritisieren, ist häufig der, vor allen Dingen, wenn das Menschen sind, die dir sehr, sehr nahe stehen. Wenn das Menschen sind, die dich lieben, zum Beispiel deine Familie, deine Freunde, und die dich dafür kritisieren, was du machst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst irgendwie da oder dahin gehen, du möchtest jetzt irgendwie ein Jahr ins Ausland gehen oder du möchtest nochmal komplett was Neues machen und so weiter, ist ganz, ganz häufig die Angst da, dass wenn du dich veränderst, dass sie dich dann verlieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das auch zu sehen. Also, dass hinter Kritik oft Angst steht. Und wenn du möchtest, dass die Person dich unterstützt in dem, was du vorhast, dann ist es deine Aufgabe, ihr die Angst zu nehmen, dich zu verlieren. Dadurch, dass du dich veränderst. Und das ist ein ganz, ganz, ganz elementarer, wichtiger Punkt. Und alle, die jetzt gerade zuhören, die auch viel so auf Seminare gehen und so weiter und wir alle kennen das, wenn wir auf so einem Workshop waren, auf einem richtig, richtig geilen Seminar und da total begeistert dann irgendwie rauskommen, 1000 Ideen haben, um das anders machen zu wollen und dann nach Hause kommen
und dann begeistert davon irgendwie erzählen wollen, dann stößt man sehr, sehr häufig auf Kritik und stößt sehr häufig so auf sowas so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so cool finde. Warum? Weil die Person Angst hat, dass du dich jetzt so stark veränderst und sie dich verliert. Und das ist ganz wichtig, das zu sehen und ja, das eben auch zu integrieren quasi, vor allen Dingen, wenn man dann auch begeistert von der eigenen Vision spricht und von den eigenen Zielen. Das ist zum Beispiel ein Fehler, den ich auf jeden Fall in meinem Leben gemacht habe, dass ich da, Menschen überrannt habe in dem Moment und ich so begeistert über was gewesen bin und ich nicht gemerkt habe, dass ich dadurch in den Menschen die Angst hervorrufe, dass ich mich gerade so stark verändere, dass das eine Auswirkung auf unsere Freundschaft oder auf unsere Beziehung haben könnte. Und deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig, da auch vorsichtig zu sein und Menschen immer da abzuholen, wo sie gerade stehen und ihnen die Angst zu nehmen, dass wenn du dich veränderst, ja, dass sie dich verlieren könnten. Also der erste Punkt im Hinblick auf Kritik ist, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Kritik hat immer nur was damit zu tun, was dieser Mensch sieht. Und ich habe ja schon ganz oft in dem über das Buch gesprochen, The Four Agreements, die vier Vereinbarungen von Don Ruiz. Jetzt fällt mir gerade der Nachname nicht ein. Don Ruiz, irgendwas. Auf jeden Fall eines der besten Bücher, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Hol dir dieses Buch, lies dieses Buch. Es sind vier Versprechen, fantastisch. Und das zweite Versprechen ist, don't take anything personally. Also nimm nichts persönlich. Weil wir alle sind in unserer eigenen Welt. Wir alle haben unsere eigene Realität. Und immer wenn ich was zu dir sage, dann sagt das was über meine Realität, über meine Sicht und es sagt nichts über dich und über deine Sicht, über deine Realität. Und zu lernen, die Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern immer dir vorzustellen, okay, krass, die Person sagt das gerade durch ihre Brille, durch ihre Realität. Und wir alle haben unsere Landkarte, wir alle leben, man kann sich das so vorstellen, wir alle leben irgendwie auf so einer unterschiedlichen Insel, wie so ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Inseln und die Inseln sehen auch ganz, ganz, ganz unterschiedlich aus. Und dass es dann manchmal so ist, dass es total hilft, um die andere Person zu verstehen, mal kurz auf deren Insel zu gehen, sich da mal umzugucken und zu schauen, okay, ist ja krass, was der hier für eine Landkarte hat. Ist ja klar, die ist irgendwie komplett anders als meine Landkarte von meiner Insel und dass der sich jetzt hier überhaupt nicht auskennt und zurechtfindet. Deswegen schau, dass du ja immer sozusagen verstehst, dass das, was die eine Insel zur anderen Insel sagt, daran liegt, dass es zwei komplett unterschiedliche Inseln sind, ja. Und das hilft einfach, um da so einen Schritt zurückzugehen und es einfach nicht so persönlich zu nehmen, wenn dich jemand kritisiert, sondern da so eine liebevolle Brille aufzusetzen, eine empathische Brille aufzusetzen und zu sagen, echt, ist ja interessant, dass du das so siehst. Kannst du mir das irgendwie erklären? Kannst du mir erklären, warum du denkst, dass das nicht funktionieren sollte? Oder kannst du mir erklären, warum du denkst, dass das nicht so eine gute Idee ist, dass ich jetzt irgendwie für ein Jahr irgendwo hingehen sollte? Was ist dahinter? Was ist die Angst dahinter? Und anstatt dann sofort so in so ein Defense zu gehen, in so eine Abwehrhaltung zu gehen, was ja ganz leicht passiert, wenn wir kritisiert werden, versuch offen zu bleiben und zu fragen. Frag die Person, okay, krass, so, warum denkst du so? Warum traust du mir das nicht zu? Oder was ist die Angst dahinter? Und du wirst vielleicht sogar erstaunt sein, was sich dadurch für ein tiefgründiges Gespräch entwickelt. Genau. Also das war Punkt 1. Nimm nichts persönlich. Das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Also es geht immer um die Person, die kritisiert und nicht um die Person, die kritisiert wird. Ganz, ganz, ganz elementarer, wichtiger Unterschied. Der zweite Punkt, der mega spannend ist, wenn es um Kritik geht, und das ist eine Sache, die wirklich mein Leben komplett verändert hat und die auch sehr viele und die auch das Leben von sehr vielen Menschen verändert hat, mit denen ich arbeite, ist Folgendes, dass wenn du kritisiert wirst und die Kritik dir wehtut oder die Kritik dich verunsichert, dann ist das ganz, ganz oft so, dass dahinter noch eine eigene Frage von dir selber steht. Dazu eine kurze Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich habe relativ jung angefangen zu coachen, weil mich einfach dieses Thema, wie ihr ja mittlerweile wisst, einfach so begeistert und ich liebe persönliche Weiterentwicklung und für mich gab es auch irgendwie keinen Weg dran vorbei und ich wollte einfach alles darüber lernen und als Coach arbeiten und ich war damals halt 24, als ich wirklich angefangen habe, mich da intensiv ganz mit auseinanderzusetzen.
Und dann hatte ich immer dieses Gefühl, ich bin viel zu jung. Ich bin viel zu jung, um Coach zu sein. Und ich kann das ja noch gar nicht. Und was, wenn dann jetzt irgendjemand kommt und irgendwie sagt, du bist viel zu jung. Und das Interessante war, solange ich mit diesem Thema rumgelaufen bin, solange ich diese Frage innerlich hatte, unterbewusst auch sehr, sehr stark, war das mega spannend, weil ganz viele Leute mich das dann immer gefragt haben. Echt? Kann man schon irgendwie mit 26 oder mit 25 Coach sein? Ist ja krass. So, ja. Und ich habe dann irgendwann darüber nachgedacht, so, was für ein Bullshit eigentlich? Was für ein Bullshit? Ich kann Menschen so krass helfen, vor allen Dingen auch, weil ich noch jung bin, weil ich einfach vielleicht noch diese, ich sag mal, so eine gesunde Naivität habe im Sinne von, dass ich immer eher das Gute sehe, dass ich immer eher die Lösung suche, dass ich immer eher danach schaue, wie man nach vorne gehen kann und eben nicht schon 60, 70 Jahre alt bin und vielleicht dadurch so geprägt bin vom Leben, dass ich sage, ja, es ist sowieso alles vorbei und bla, sondern ich bin halt dadurch, dass ich so jung bin, ich habe noch ein ganz anderes Mindset und bin wirklich so nach vorne und yeah. Und das war das, wo ich dann dachte, okay, krass, eigentlich ist es so ein Vorteil für mich, jung zu sein und auch noch so viel zu lernen und da mit Freude und Leichtigkeit dran zu gehen und wirklich wie so ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Und ihr werdet es nicht glauben, aber in dem Moment, wo ich das für mich geknackt hatte, in dem Moment, wo ich absolut gar keine Frage mehr darüber hatte, ob ich zu jung bin, um Coach zu werden, seit diesem Tag hat mich nie wieder irgendjemand danach gefragt, wie alt ich bin, wie lange ich das schon mache oder sonst irgendwas. Und dazu möchte ich auch ganz, ganz herzlich einladen, dass immer wenn du kritisiert wirst und du merkst, diese Kritik triggert dich gerade, diese Kritik macht was mit dir, frag dich, ob du selber noch eine Frage über deine Kompetenz hast, ob du selber noch eine Frage über dich als Mensch hast, ob du eine Frage darüber hast, ob du liebenswert bist, ob du eine Frage darüber hast, ob du klug genug bist, ob du was auch immer bist, ja? Denn das ist so faszinierend, dass Kritik uns eigentlich immer nur trifft, wenn wir das selber irgendwo in uns schon glauben. Denn ansonsten könnte man ja einfach darüber lachen und sagen, ja, ist ja krass, dass du das so siehst, schade, aber ich sehe das total anders. Ich glaube, ich bin super in dem, was ich mache und so weiter und so fort. Also, dass man eben so, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass in dem Moment, wo du noch eine Frage über dich selber hast, in dem Moment, wo du dir noch nicht ganz sicher bist und dann Kritik kommt, dann kann einem das echt den Boden unter den Füßen wegziehen. Und darin liegt gerade so eine große Kraft und so eine große Chance, dass du diese Fragen für dich beantwortest. Dass du die Frage für dich beantwortest, ja, natürlich bist du unendlich liebenswert, egal was du leistest. Und ja, natürlich bist du wertvoll und natürlich bist du klug und natürlich hast du es verdient, das Beste aus deinem Leben zu machen. Und wenn du mit dem Mindset rausgehst, dann kann dich Kritik, also ich spreche jetzt hier, ich will das an der Stelle auch nochmal kurz voneinander trennen. Es gibt natürlich auch konstruktive Kritik, aber ich rede jetzt hier wirklich von Kritik, so niederschmetternder Kritik. Kritik, die einfach gemein ist, Kritik, die einen wirklich komplett verunsichert und Kritik, die eben mehr über die andere Person aussagt als über dich. Und in dem Moment, wo du in dir ruhst, in dem Moment, wo du wirklich in deiner Kraft bist, kann dich solche Kritik einfach nicht mehr erschüttern. Und deswegen, solange du eine Frage hast, werden auch immer Menschen zu dir kommen, die dich diese Frage stellen, die dich spiegeln in der Frage über dich selbst. Und nutze diese Spiegel von Menschen, um die Frage für dich zu beantworten. Nutze die Kritik, um für dich ein klares Ja über deinen eigenen Wert zu haben, ein klares Ja über deine eigene Kompetenz zu haben, ein klares Ja dafür zu haben, wer du sein willst als Mensch. Das heißt, immer wenn du kritisiert wirst und du merkst, okay, krass, das triggert was in mir und offensichtlich habe ich da selber noch eine Frage darüber, ob ich jetzt schon bereit bin, diesen Schritt zu gehen. Das ist ja dann ganz oft, ne, dass Leute dann sagen, ja, aber bist du denn schon dafür bereit und bla und blub, wo du, solange du diese Frage noch hast, werden Menschen kommen und dich das fragen, bis zu dem Moment, wo du einfach sagst, wisst ihr was, fuck it, ich mach das jetzt einfach und ich gehe dafür jetzt los. Und in dem Moment, wo du auch dieses Momentum entwickelst, in dem Moment, wo du wirklich diese innere Kraft hast, in dem Moment, wo du losgehst, wird dich keiner mehr fragen. Dann werden Menschen auf deinen Weg kommen, die dir sagen, krass, wie kann ich dir helfen? Und das ist der Moment, wo sich alles shiftet. Und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass es genau so ist. Seit dem Tag, wo ich keine Frage mehr über meine Kompetenz habe, seit dem Tag, wo ich keine Frage mehr über meinen Wert als Mensch habe und meinen Weg einfach authentisch gehe, so wie ich bin. Und ich weiß, natürlich mache ich auch Fehler, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich habe keine Frage mehr darüber, ob es okay ist, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich einfach meinen Traum lebe, die Dinge, die ich mache, die mir am Herzen liegen, nach draußen bringe. Kommen keine Kritiker mehr, sondern es kommen Menschen, die sagen,
Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Und das ist das, dieses Faszinierende, dass die äußere Welt immer deine innere Welt widerspiegelt. Die äußere Welt spiegelt immer deine innere Welt wider. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Zitat von Eleanor Roosevelt, wo sie sagt, niemand kann dir ohne deine Zustimmung das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Niemand kann dir ohne deine Zustimmung das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Das heißt, es ist immer deine Zustimmung, die darüber entscheidet, ob du dich so fühlst oder nicht, ob du die Kritik an dich heranlässt oder nicht. Und das ist so elementar, denn wir machen uns unsere Gefühle selbst. Also der zweite Punkt ist, dass Kritik immer ein Spiegel ist für dich, um nochmal dahinter zu schauen, welche Frage hast du selber noch über dich? Und solange du noch eine Frage hast über dich, über deine Kompetenz und so weiter, wird dir das die äußere Welt spiegeln. Das heißt, nutze diese Spiegel, um in deine Kraft zu kommen. Nutze diese Spiegel, um wirklich in dir aufzuräumen und komplett stabil zu sein und dann für deinen Weg loszugehen. Also sei einfach dankbar auch für die Kritik, denn du hast sie gerufen. Ja, das ist dein Spiegel. Das ist deine innere Welt, die von außen reflektiert wird. Und der dritte Punkt ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Meinungen und Kritik. Und wir sind Menschen, das heißt, wir haben immer Meinungen. Wir machen den ganzen Tag machen wir nichts anderes als zu bewerten. Wir bewerten uns, wir bewerten die anderen, wir bewerten das Wetter, wir bewerten den ganzen Tag. Wir machen nichts anderes als zu bewerten. Und aus diesen Bewertungen haben wir dann bestimmte Meinungen. Und sehr viele Menschen stellen so ihren inneren Bewerter, ihre innere Meinung, stellen die auf Lautsprecher, ja? Und laufen den ganzen Tag mit Lautsprecher rum und erzählen den ganzen Tag ihre Meinung allen Leuten, ob sie es hören wollen oder nicht. Ja, jeder soll auf Lautsprecher erfahren, was sie jetzt gerade meinen, wie die Welt ist. Ist ja auch total in Ordnung. Aber das Wichtige ist, dass Menschen dann manchmal nicht differenzieren können, ist das jetzt gerade die Meinung von dieser Person oder ist es konstruktive Kritik? Und da wirklich mal zu unterscheiden zwischen, okay, das ist jetzt gerade einfach nur die Meinung der Person, ja, was sie meint, aber das ist keine Kritik. Und du hast einfach, verdammt nochmal, keinerlei Einfluss darauf, was jemand über dich denkt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das war wirklich ein kompletter Gamechanger in meinem Leben, als ich verstanden habe, ich habe keinen Einfluss darauf, was du über mich denkst. Das ist dieses Thema mit der Insel, ja? Du lebst auf deiner Insel, ich lebe auf meiner Insel. Und ich habe keinerlei Einfluss darauf, ob du meine Insel magst oder nicht. Keinerlei Einfluss. Als Beispiel, ich kann jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, der kommt aus meinem tiefsten Herzen. Ich gebe hier 100% für diesen Podcast, für diese Folge. Du bekommst mein Wissen, alles. Ich habe trotzdem keinerlei Einfluss darauf. In dem Moment, wo du jetzt diesen Podcast hörst, habe ich keinen Einfluss mehr darauf, ob du denkst, dass du es magst oder nicht. Denn es ist deine Geschichte, die dahinter steht. Es sind die Dinge, die du erlebst hast. Vielleicht habe ich irgendwas gesagt, was dich jetzt verunsichert hat oder wo du sagst, so irgendwie komisch, sehe ich irgendwie ganz anders und so weiter. Ich habe darauf keinerlei 0,0 Einfluss. Es kann auch sein, dass du irgendwie denkst, voll geil, gefällt mir mega gut der Podcast, kann ich mich total mit identifizieren, voll spannend, ja. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ich habe keinen Einfluss darauf, was du darüber denkst. Denn worauf habe ich Einfluss? Das Einzige, worauf ich Einfluss habe, ist auf mich selbst. Einfluss darauf, ob ich mich dafür entscheide, hier 100% zu geben oder nicht. Du hast immer nur Einfluss darauf, ob du 100% gibst oder nicht. Ob diese 100% dann den anderen genügen oder nicht, darauf hast du wieder keinen Einfluss. Und in dem Moment kann man sich wirklich locker machen, weil in dem Moment nimmst du dich als deinen Maßstab, deine 100% als deinen Maßstab und gehst damit raus. Und ja, wie gesagt, du hast einfach keinen Einfluss darauf, was andere Menschen darüber denken, was du machst. Denn jeder hat seine eigene Landkarte. Und Hauptsache, du weißt irgendwie, was sind deine 100%, was ist das, was für dich wichtig ist, wer bist du als Mensch und das dann rauszugeben und da komplett 100% dahinter zu stehen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, Meinungen versus Kritik, ja, finde heraus, was wirklich Kritik ist und was Meinung ist. Meinung ist okay, lass die Leute ihre Meinung haben, ist doch total in Ordnung. Du hast auch deine Meinung, du findest manche Sachen gut, manche schlecht, findest einen Film gut, einen anderen schlecht, den vielleicht dein Freund oder deine Freundin super findet. Also wir alle haben unsere Meinung, es ist total okay. Und bei Kritik geht es eben darum, finde Menschen, die dir wirklich konstruktive Kritik geben. Such dir einen Mentor, such dir Leute, die dich unterstützen, such dir Leute, die schon da sind, wo du gerne hin möchtest. Auch menschlich, mental, emotional. Ich meine jetzt nicht immer nur im Sinne von einem Ziel, sondern wirklich Menschen, die vom Mindset da sind, wo du gerne hin möchtest. Such dir solche Menschen und
Frag sie nach Feedback, frag sie nach Kritik, frag sie danach, wie sie das gemacht haben und was sie dir empfehlen würden, wie du noch mehr in deine Kraft kommen kannst. Von solchen Leuten ist es wichtig, dir wirklich Kritik zu holen und Feedback zu holen, damit du wachsen kannst. Und das andere ist, hol dir Kritik und konstruktive Kritik von Menschen, die dich lieben und die wirklich das Beste für dich wollen. Also von deinen Freunden, von deiner Familie. Hol dir konstruktive Kritik von Menschen, die das Beste für dich wollen. Und diese Kritik kann man sich durchaus dann auch zu Herzen nehmen und damit arbeiten. Aber schau immer, dass du wirklich Kritik und konstruktive Kritik von Menschen nimmst, die deine Mentoren sind, die Menschen sind, zu denen du aufschaust, die Menschen sind, die da sind, wo du gerne hin möchtest. Und Kritik von Menschen, die dich lieben und die wirklich das Allerbeste für dich wollen, für dein Leben. Und von allen anderen kannst du natürlich auch Kritik annehmen. Aber differenziere dann zwischen, ist das einfach nur ihre Meinung oder ist es wirklich konstruktive Kritik, weil sie wollen, dass du weiterkommst in deinem Leben, oder spricht aus der Kritik eigentlich nur ihre eigene Angst? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das zu differenzieren. Genau, also ich fasse die drei Punkte nochmal zusammen. Der erste Punkt ist, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja? Also Kritik sagt immer mehr über die Person aus, die dich kritisiert, als über dich. Der zweite Punkt ist, finde heraus, wenn du kritisiert wirst, wo du selber noch eine Frage über dich hast. Was spiegelt dir diese Kritik wirklich über dich, über deine Person, über was, wo du noch unsicher in dir bist? Und dann fang an, das zu heilen, diesen Anteil von dir, und da gesund zu werden und ein starkes Mindset zu entwickeln, dass du für dich einstehst. Und der dritte Punkt ist, Meinung versus Kritik. Also schau, sind es Meinungen oder ist es wirklich konstruktive Kritik? Und nimm Kritik an von Menschen, die da sind, wo du hin willst, und Menschen, die dich wirklich lieben und das Beste für dich wollen. Denn am Ende ist es so, es wird immer, immer, immer Kritiker geben. Immer. Egal, was du machst, es wird Kritiker geben. Es wird immer Menschen geben, die sagen, dass sie es nicht gut finden, was du machst. Aus was für Gründen auch immer. Ich habe ja gerade schon mehrere unterschiedliche Gründe erzählt, warum Menschen kritisieren, aber es wird immer Menschen geben. Und umso größer deine Vision ist, umso weiter du gehen möchtest, umso verrückter deine Ideen sind, ja, umso mehr Kritiker wird es geben. Und bereite dich darauf vor. Sei darauf vorbereitet. Du kannst dir auch einfach mal einen Stift und einen Zettel nehmen, wenn du jetzt gerade irgendwie ein großes Projekt machen willst oder was auch immer. Schreib dir einfach mal auf all die Punkte an Kritik, die von außen kommen würden, und dann schau dir die Punkte an und überleg dir, wie du darauf antworten würdest, was deine Antwort auf diese Kritik ist. Also sei vorbereitet auf Kritik. Und am Ende, und das ist für mich, glaube ich, der essentiellste Punkt, kenne dein Warum. Wisse, warum du tust, was du tust. Wisse, warum du diese Vision hast, die du hast. Warum du machst, was du machst. Als Beispiel, ich habe es vorhin schon am Anfang gesagt von diesem Podcast. Meine Vision ist es, mein Wunsch, mein tiefster Herzenswunsch ist es, dass du so erfolgreich und erfüllt wie irgendwie möglich wirst. Das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel, das ist meine Vision. Dafür arbeite ich jeden Tag, dafür mache ich diesen Podcast, dafür gebe ich Workshops, dafür mache ich all diese Dinge. Warum? Weil es auch eine Zeit in meinem Leben gab, wo es mir nicht so ging, wo ich traurig war, wo ich mich einsam gefühlt habe und wo ich nicht erfüllt war, wo ich nicht erfolgreich gewesen bin und wo ich dann aber Wege gefunden habe, mein Mindset zu verändern, mich zu verändern, mir sozusagen konstruktive Kritik zu holen, zu wachsen als Mensch, und ich Sachen gelernt habe, wie es geht, und ich einfach jetzt weiß, es funktioniert, und ich diesen tiefen, tiefen Wunsch habe, das an alle Menschen weiterzugeben, weil ich einfach weiß, wie es sich anfühlt, nicht da zu sein und an sich zu zweifeln und nicht zu wissen, wie man weitergeht, und wo einen wirklich Kritik so im Herzen trifft, dass man denkt, dass man innerlich zerbricht. Und mein Wunsch ist es, und das ist mein Warum, dass du diesen Podcast hörst, dass du etwas für dich mitnimmst. Und wenn es jetzt gerade nur eine Person gibt, der dieser Podcast hilft, dann ist alles gut, dann hat das Sinn, was ich mache. Und wenn es dann 1 Million Menschen gibt, die zu mir kommen und sagen, Laura, ich fand es einfach nur totaler Bullshit, was du da erzählt hast, hat mir überhaupt nichts gebracht, dann ist mir das egal, weil ich weiß, dass es dieser einen Person geholfen hat. Und das ist, was ich meine mit kenne dein Warum und lass dein Warum größer sein als irgendwelche Kritik von Menschen, die selber noch nie wirklich was erschaffen haben und die nur aus Angst heraus, dass sie sich jetzt auch verändern müssten, deinen Weg kritisieren werden. Mach dich davon frei, komm in deine Kraft und geh wirklich deinen Weg, finde deinen authentischen Weg. Und ja, es wird Kritiker geben. Umso mehr authentischer
Entschuldigung, umso authentischer du bist, umso mehr du deinen Weg gehst, umso mehr du in deine Kraft kommst, umso mehr du leuchtest, umso mehr Menschen werden kommen, die dich dafür kritisieren werden. Aber, und das ist das Wunderschöne, umso mehr Menschen werden auch an deiner Seite sein, die dich unterstützen werden, die dir helfen werden und die dich einfach dafür wertschätzen, dass du diesen Weg gegangen bist. Also wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie unbedingt mit Menschen, die diesen Podcast hören sollten, die jetzt vielleicht gerade in der Phase sind, wo sie irgendwas starten wollen, wo sie irgendwie losgehen wollen mit ihrer Vision, mit ihrem Traum, und schick ihnen diesen Podcast einfach als Zeichen, dass du an sie glaubst, dass du weißt, dass sie ihren Weg gehen können und dass es egal ist, was andere Leute darüber denken, denn das ist ja gerade das Wunderschöne. Wir alle sind so einzigartig auf unsere Art und Weise. Und aus Angst davor, dass wir dafür kritisiert werden, werden wir irgendwie alle gleich. Und es ist so langweilig. Also lasst uns wirklich gegenseitig darin unterstützen, den eigenen Weg zu finden, bunt zu sein, verrückt zu sein, die eigenen Ziele und Träume zu leben und wirklich dafür loszugehen und uns nicht gegenseitig irgendwie Steine in den Weg zu werfen, sondern gemeinsam irgendwie das schönste Haus zu bauen aus diesen Steinen, das man sich vorstellen kann. Und ja, ich danke dir, wenn du mir eine positive Bewertung hier auf iTunes hinterlässt, bei diesem Podcast unter Bewertung, unter Rezension, kannst du mir einfach so 5 Sterne hinterlassen und eine Bewertung schreiben, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und teile, wie gesagt, gerne den Podcast, abonniere ihn, wenn du ihn noch nicht abonniert hast. Und schau gerne irgendwie bei mir auf Instagram und auf Facebook vorbei, lass uns da miteinander connecten. Vor allen Dingen auf Instagram, ich poste eigentlich fast jeden Tag irgendwie Bilder und erzähle so ein bisschen aus meinem Leben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns da miteinander connecten. Und schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei unter www.lauraseiler.com. Da kannst du dir das kostenlose Empowerment-E-Book herunterladen. Und natürlich komm unbedingt in den 7am Club. Das ist meine Morgenroutine live als Webinar. Jeden Morgen 7 Uhr bis 7.30 Uhr. Warum? Weil ich will, dass du so erfolgreich und glücklich und erfüllt bist, wie nur irgendwie möglich. Und wenn du schon so in deinen Tag startest, hast du einfach einen komplett anderen Tag und damit am Ende auch ein komplett anderes Leben. Also melde dich an, ist kostenlos, www.lauraseiler.com/7am-club. Aber alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach einen fantastischen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, dass du groß träumst und am besten nochmal 3-mal größer, als du dir gerade zutraust zu träumen, denn du wirst überrascht sein, dass Träume durchaus die Tendenz haben, wahr zu werden. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du hier dabei bist. Vielen tausend Dank für all deine Unterstützung, für all euren Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Dankeschön. Rock on und Namaste. Deine Laura.